Der bewaldete Südrand im Morgenlicht. Das scheint einfach nur eine tote Kiefer zu sein. Doch weit gefehlt. Es ist der Vorratsbaum eines Eichelspechts. Übersät mit übersichtlich angeordneten Löchern. Für jede Eichel ein passendes Plätzchen zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Löcher wurden genau an die Form der Nüsse angepasst. Um ihre Schätze zu sichern, ist ein guter Zusammenhalt unter den Vögeln nötig. Eine Gruppe aus mehreren Männchen und Weibchen mit Anhang bewacht die gemeinsame Nahrung. Wenn Gefahr aus der Luft droht, zeigen die Spechte ihre Kletterkünste und verstecken sich unter dem Ast. Falscher Alarm, es ist nur ein Rabe, der Spaßvogel des Grand Canyon. Es gibt jedoch weit ernstere Bedrohungen von unten. Eichhörnchen kennen die Vorratsspeicher der Spechte und bedienen sich bei jeder Gelegenheit. Doch wer könnte ihnen das verübeln bei all diesen köstlichen Eicheln? Aber es sollte sich lieber schnell seine Backen vollstopfen. Ein Aufpasser hat den Dieb bereits bemerkt. Und schon ist Unterstützung im Anflug. Für den Moment ist der Schatz wieder sicher. Doch es wird nicht lange dauern, bis der Eicheldieb einen neuen Versuch wagt.